Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Es ist mal wieder so weit gewesen. Weltweit hat man diesen Tag gefeiert. In der inneren Uhr, im Bewusstsein. Ein Jahr, das vorbeigegangen ist, ein neues Jahr, das beginnt. Und die Menschen das Verlangen spüren, das neue Jahr freudigen Herzens zu empfangen. Für mich ist dieser Tag, obwohl ich den jetzt nicht zelebriere, aber auch immer anders zurückzublicken, weil in der inneren Uhr hat man nun einmal das Gefühl, dass ein Jahr endet und ein neues beginnt. Aber es sollte auch, wenn man schon etwas die Möglichkeit hat, besinnlicher zu sein und nachzudenken, sollte es auch Anlass geben, ein Resümee zu ziehen und ein wenig einen Summenstrich unter dieses Jahr zu ziehen. Es ist vorbei. Die Tage und die Monate dieses Jahres werden nicht zurückkehren. Wir schauen aus dem Fenster, wir haben Schnee und Kälte, aber wir erinnern uns in diesem Jahr auch an andere Tage, als die Sonne schien, als es warm war, als große Hitze gegeben war. Das können wir uns jetzt in der Situation, in der wir sind, gar nicht vorstellen. Und wenn wir die Augen schließen, werden wir sicherlich so die Momente des Jahres ein wenig Revue passieren lassen können. Vielleicht hören wir Stimmen in Erinnerung an bestimmte Ereignisse dieses Jahres. Wenn wir die Augen schließen, können wir uns in jeden Moment, den wir wollen, so ein wenig hinein katapultieren. Und vor unseren Augen erscheinen dann diese Bilder, so wie wenn man spult, einen Film zurückspult und dann stoppt und sagt, ach, schauen wir uns das nochmal an oder schauen wir uns jenes nochmal an. Und viele Menschen haben dann so etwas wie eine Wehmut. Sie entwickeln so etwas wie eine Sehnsucht. Ach, was waren das für schöne Zeiten damals. Sie gehen dann noch weiter zurück und lassen nicht nur dieses Jahr Revue passieren, sondern ein wenig auch das bis zu diesem Zeitpunkt gelebte Leben. Die Vergangenheit ist vorbei. Und was zählt, ist das Jetzt und das, was wir aktuell erleben. Und was noch zählt, ist, was die Zukunft womöglich bringen mag. Und so der eine oder andere sagt sich, ich will das nächste Jahr die Dinge besser angehen. Ich will dieses und jenes mir vornehmen und dieses und jenes Ziel erreichen. Ein Prozedere, das so etwas wie eine innere Bereinigung mit sich zieht. Abschließen mit dem Alten, beginnen wir mit dem Neuen. Und es wird ganz bestimmt, wenn man es überlebt und erlebt, wieder so einen Tag vielleicht geben, vielleicht auch nicht. Das heißt, von heute bis zum 31.12.2011 ist eine lange Zeit, die vor uns liegt, die aber auch sehr kurz sein kann, die wir vielleicht erleben, vielleicht aber auch nicht. Niemand kann dafür eine Garantie geben, ob wir diesen Tag erleben werden. Für was man eine Garantie geben kann, ist für das Jetzt. Und auf das wir zurückblicken können, auf unsere Errungenschaften. Oder auch nicht, vielleicht auch auf Momente, wo wir total versagt haben. Es bringt jetzt nichts, meine persönlichen Erlebnisse hier zu skizzieren. Also versuchen wir uns doch einfach mal in einen kleinen Rückblick dieses Jahres, was so passiert ist, was uns alle geprägt hat, Erfahrungen, die wir erlebt haben, über die wir gesprochen haben, über die wir mehr als nur einmal überlegt und nachgedacht haben, Bilder, die uns beeindruckt haben. Erinnern wir uns zum Beispiel, was sicherlich jedem noch, wenn man nur den Namen sagt, sofort vor Augen kommt, Love Parade 2010 in Duisburg. Das Jahr ist rum, aber jeder hat sofort
die Bilder im Kopf von Menschen, die zusammengepfercht sind, die keinen Platz haben, die erdrückt werden, die quasi vor unseren Augen, immer wieder von Neuem, vor unseren Augen sterben. Wir können auf YouTube die Videos abrufen und können jedes Mal das Schicksal von Neuem sehen, wie sie qualvoll leiden, wie sie schreien. So grausam es ist, wir schauen es uns wieder an, weil wir es irgendwo auch nicht begreifen können. Vielleicht auch nicht begreifen wollen, in der Situation, in der wir sind. Indem es ganz einfach ist, zur Küche zu gehen, um was zu trinken zu holen. Indem wir die Situation kennen, geborgen zu sein oder den Alltag zu meistern. Und plötzlich zu sehen, wie Menschen aus dem Leben gerissen werden. Das ist etwas, was den Menschen beschäftigt. Was der Mensch nicht begreifen, nicht fassen will. Ein weiteres Bild, es liegt gar nicht so weit zurück, was die Menschen erschüttert hat und tagelang beschäftigt hat. Und überall im Internet und allen Kommunikationsmedien wurde darüber gesprochen. Das war der Unfall von Wetten, dass. Man gewöhnt sich an alles. Und sicherlich ist man heute nicht mehr so betroffen, als wo die Dinge noch sehr aktuell waren und auf YouTube gingen die Videos über den Äther. Und die Fragen häuften sich. Was ist mit dem Jungen? Was ist mit dem Jungen? Lebt er oder lebt er nicht? Was ist passiert? Von jetzt auf gleich können wir erschüttert werden durch das Schicksal. Und hier habe ich nun Situationen genannt, die wir kennen und die wir gemeinsam erlebt haben. Und dann kehrt so eine Art Betroffenheit, vielleicht auch Sensationsgier, vielleicht auch Besinnlichkeit ein. Eine Mischung aus allem. Vielleicht verdrängen wir es auch irgendwann wieder. Oder der Alltag übermannt uns. Und derartige Gedanken verschwinden. The show must go on. Die Show muss weitergehen. Das Leben muss weitergehen. Und irgendwann hat man auch keine Lust, immer noch so besinnlich zu sein. Ist langweilig mehr auf Dauer. Man muss wieder zurück in den Alltag. Back to fun. Sei nicht so betrübt. Nun ist passiert, wie passiert ist. Da kann man jetzt nichts dran ändern. Kopf hoch, es geht weiter. Es wird sowieso weitergehen. Ist auch völlig egal, welche Einstellung man innerlich hat. Es wird weitergehen. Ob man krank ist oder gesund. Ob man depressiv oder hochmotiviert ist. Es wird weitergehen. Es bleibt nicht stehen. Und an jeder von uns, der betroffen ist über Ereignisse, Schicksalsschläge anderer Menschen, muss sich immer darüber im Klaren sein, dass er selber ein sterbliches Wesen ist. Und das in jeder Sekunde, in der er lebt. Während wir schon mal im Leben sagen, nur noch bis nächste Woche, dann geschieht jenes und dieses und ich kann es gar nicht abwarten, vergisst der Mensch, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass er überhaupt diese nächste Woche erlebt. Aber Menschen gehen noch viel weiter. Sie planen auf das ganze Jahr hinaus. Im Sommer wird jenes und dieses passieren. Ich freue mich schon drauf. Das hört man schon mal. Ich freue mich schon drauf. An dieser Stelle möchte ich nicht abschweifen, aber nur um deutlich zu verstehen zu geben, wie naiv der Mensch ist. Ich erinnere an diesem Tag ein Jahr zurück. An die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nein, ich schweife jetzt bestimmt nicht total vom Thema ab. Ich erinnere nur an diese Ansprache, wie sie in dieser Ansprache zu verstehen gegeben hat, dass sie sich darauf freut, auf ein schönes Ereignis im Ruhrgebiet, wo junge Leute zusammentreffen. Und sie meinte, die Ereignisse um Essen und Duisburg, erwähnte zwar nicht namentlich die Love Parade, aber nahm in ihrer Rede Bezug darauf und dass sie sich darauf freut. Heute ein Jahr später in ihrer Neujahrsansprache, da hat sie gesagt, dass sie sich im letzten Jahr in der Ansprache sicherlich auf das neue Jahr
2010 gefreut hat und dieses auch mit gemischten Gefühlen gesehen hat. Aber im Großen und Ganzen, sagte sie, vielleicht auch, indem sie diese Ereignisse um die Love Parade ignorierte oder vergaß, weil sie auch wieder zurück in den Alltag gekommen ist in diesem Jahr, sagte sie, insgesamt gesehen war es doch ein gutes Jahr. Und da sie Bezug nahm auf ihre Ansprache vom letzten Jahr, war dies sicherlich, diplomatisch gesehen, nicht besonders geschickt, dann zu sagen, in Bezug auf ihre letzte Rede und Resümee zählend heute, in der neuen Rede, es war doch ein gutes Jahr, wenn sie doch in dieser besagten Rede Bezug genommen hat auf die Love Parade heute vor einem Jahr und sich auf dieses Ereignis besonders freute. Wo stehen wir heute? Wir wissen, wie es passiert ist. Und wir wissen, was passiert ist. Aber genauso müssen die Menschen sich darüber im Klaren sein, wenn sie da stehen und sagen, ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf dieses oder jenes Ereignis. Und sie wissen gar nicht, was geschehen wird. An jenem Tag oder schon dazwischen auf dem Weg dorthin. Denn der Mensch ist sterblich in jeder Sekunde, in der er lebt. Das Leben kann von jetzt auf gleich beendet sein. Für jeden Menschen, für jeden lebenden Menschen auf diesem Planeten. Kein Wissenschaftler, kein Arzt kann dir Garantie geben, dass du die nächste Sekunde überlebst. Auch wenn du total gesund bist. Das EKG top, das EEG top, sämtliche Untersuchungen, deine nervlichen Untersuchungen, psychologisch bist du top, physiologisch, keine Probleme, alles wunderbar. Die Blutabnahme, großes und kleines Blutbild, lässt auf nichts schließen, was irgendwo besorgniserregend wäre. Und doch kannst du von jetzt auf gleich sterben. Und es passiert, dass Ärzte sagen, unerklärlich. Plötzlicher Herzstillstand. Völlig unerklärlich. Und wenn sie eine Erklärung finden, dann zu spät. Und sie können nicht sagen, jetzt haben wir die Erklärung, jetzt können wir das Ganze wieder herstellen. Der Tod ist unwiderruflich. Und viele Menschen sagen, jetzt redet er mir wieder hier von Tod und das möchte ich alles nicht hören. Dabei ist es eine Wahrheit und eine Realität, die nicht vernichtet wird dadurch, dass man nicht daran denkt. Sie steht uns allen bevor. Und wenn man sich hier so diese Kalenderblätter ansieht, Januar bis Dezember 2011, kann niemand garantieren, ob wir diese Kalenderblätter alle überleben werden, obwohl diese Tage alle erleben werden. Niemand kann das sagen. Keiner hat darauf eine Garantie und niemand kann dir darauf eine Garantie geben. Da muss dir bewusst werden, dass du ein Geschöpf bist. Und zwar ein endliches Geschöpf in diesem Leben. Du hast einen Anfang in diesem Leben, in dem du dich befindest, und du hast ein Ende. Und wenn du dir darüber im Klaren wirst, dass du einen Anfang und ein Ende hast und ein garantiertes Ende, dann solltest du dir überlegen, worin eigentlich der Sinn deiner Existenz besteht. Besteht der Sinn deiner Existenz, dich auf Dinge zu freuen, die vielleicht gar nicht eintreten? Besteht der Sinn deiner Existenz, dich auf irgendetwas sehr detailgenau vorzubereiten, was vielleicht gar nicht eintreffen wird? Stell dir vor, du bereitest dich vor auf eine Prüfung. Nehmen wir an, eine Abiturprüfung, Abschlussprüfung. Die ganzen Wochen und Monate bist du am Büffeln. Stell dir vor, du wirst diesen Tag gar nicht erleben. Was ist dann der Sinn für dieses ganze Büffeln und Lernen und das Aneignen des Wissens, um diese Prüfung zu bestehen, wenn du sie gar nicht mal erreichst? Ist dies nicht sinnlos? Ist dies nicht völlig idiotisch? Besteht der Sinn der Existenz nur darin, dass man nicht weiß, wann das Ende ist? Und dementsprechend tut man so, als wird man ewig leben und wird sich auf jede Sache intensivst vorbereiten, ohne mal zu wissen, ob man dieses Ereignis überhaupt erreicht. Wenn man so nachdenkt, wird man sehr schnell zu der Konsequenz in seinem Kopf normalerweise kommen, wozu bin ich eigentlich da? Was soll das Ganze? Ich racker mich ab für ein Ziel und weiß nicht einmal, ob ich es erlebe. Ich spare Geld für ein bestimmtes Ziel und weiß nicht einmal, ob ich es erreiche. Es gibt Menschen, die sagen, mir fehlen nur noch so und so viel 1000 Euro und ich kann endlich mein Lebensziel verfolgen.